Guten Morgen, es gibt mal wieder ein Food Dive und heute starte ich den Tag mit zwei Scheiben Vollkorntoast mit Frischkäse und Räucherlachs drauf. Hier ist mir der Räucherlachs komplett zerrupft. Naja, egal. Haben es so ungefähr 50 Gramm. Dann habe ich hier einen Vanillekaffee, also das ist von Senseo, so einer, wo halt schon Vanille drin ist. Und habe noch einen Aktivär mit Granatapfel dazu und genau, das wird jetzt gefrühstückt. Zeit fürs Mittagessen. Da gibt es jetzt ein Valais mit Gouda und etwas Kartoffelsalat dazu. Yummy! So, es gibt auch noch eine Nachspeise, und zwar einen Zwetschgen-Dachi. Den habe ich von meinen Freunden gestern, wo ich jetzt am Wochenende war, mitbekommen. Da hat die Vermieterin irgendwie ganz viel gebacken und ich durfte dann auch mir noch Zwetschgen-Dachi mitnehmen. Und genau, da gibt es jetzt noch ein Stück für mich und auch ein Stück für Mama. Jo! Zum Abendessen gibt es nun zwei Scheiben Chia-Toast, nicht Vollkorn, also Chia einfach nur, da habe ich noch zwei Scheiben über, die werden jetzt auch gegessen. Und dann habe ich darauf Lachs, also diesen Frischkäse mit Lachs, genau. Also gab es heute früh Toast mit Lachs und jetzt Toast mit Lachs, nur verschiedene Toasts und verschiedene Variationen an Lachs. Lustig. Nee, auf jeden Fall gibt es das jetzt und gleich werde ich Beine und Po trainieren und ich denke mal, ich werde heute noch was essen, weil ich glaube, ich bin noch nicht so ganz gesättigt, aber da schaue ich dann mal spontan. Zum Trainingsstart habe ich noch jetzt einen Shake gemacht, einen Cookies and Cream Shake von ESN mit normaler Milch. Genau. Wobei ich halt, das ist nicht alles Milch, das ist Milch und auch ein bisschen Wasser, weil da habe ich mehr und das ist eh intensiv und dann kann man es auch mit ein bisschen Wasser noch strecken. Genau. Wie erwartet habe ich noch ein wenig Hunger, auch wenn der Proteinshake auch echt noch gut gesättigt hat, aber irgendwie habe ich jetzt trotzdem noch ein bisschen Lust. Und deswegen esse ich jetzt diesen Smarties Vanillejoghurt. Genau, da. Und nebenbei gucke ich Transformers im Übrigen und da ist halt hier der Joghurt mit den Smarties. Ich finde immer, das sind so wenig Smarties. Die könnten ruhig mal mehr machen, finde ich. Aber den gibt es und nebenbei wird Transformers auf Kabel 1 geschaut. Der erste Teil. Und ich liebe den ersten Teil. Der ist einfach toll. Guten Morgen. Heute gibt es zum Frühstück eigentlich fast das gleiche wie gestern. Und zwar wieder zwei Scheiben Vollkorntoast mit etwas Frischkäse und Räucherlachs. Wieder 50 Gramm etwa heute, dann ist die Packung leer. Ich hatte diesmal nur eine kleine Packung. Habe hier diesmal jetzt, aber statt dem Kaffee habe ich hier einen Innocent-Saft, und zwar der Blue Break. Der ist mit Guava, Apfel, Kokosnusswasser, Blau, Spirulina und Vitamin. Soll die Zellen schützen. Ich hoffe, der schmeckt, aber sieht sehr geil aus, finde ich. Und dazu auch ein Aktimel mit Granatapfel wieder. Yep. Am Vormittag gibt es nun eine Vollkorn-Prinzenrolle. Eine. Weil wir waren nur noch zwei drin und wir teilen das ja und deswegen gibt es jeden eine. Yes. Immerhin übersichtlich. Wuhu, endlich gibt es Mittagessen und da haben wir uns heute Burger gemacht. Und zwar ist es ein Vollkornbrötchen. Wir wollten eigentlich den Next Level vom Lidl holen, aber der war ausverkauft und jetzt zischt es hier. Wunderbar. Gab es aber nicht, deswegen haben wir normalen Rindfleisch genommen. Genau, und da ist hier Eisberg, das Rindfleisch-Patty. Käse habe ich, so ein Leerdammer, leicht und Burgersoße. Genau, das ist er hier. Und das gibt es hier, so lecker. Nachmittags gibt es nun eine Happy Hippo Haselnuss. So lecker, das beste Happy Hippo. Bis auf das, was ganz früher gab. Aber das gibt es ja nicht mehr. Schnief. Wie heute früh ist das Abendessen auch wieder ähnlich zu gestern. Und zwar habe ich wieder Toast, diesmal war Vollkorn und nicht Chia. Zwei Scheiben, also wie heute in der Früh. So, Vollkorntoast, weil Chia habe ich ja gestern aufgegessen. Mit dem Mirée-Frischkäse mit Lachs. Genau. Zwei Scheiben mit Mirée-Frischkäse. Und dann gibt es gleich ein Bauchtraining. Schönen guten Morgen. Heute frühstücke ich ein Hai-Protein-Pudding von Erma, und zwar den Schoko-Koko. Den habe ich mir mal gekauft, noch nicht probiert. Deswegen werde ich ihn mit euch gleich live testen. Dann trinke ich ein Koawach weiße Schokolade, den liebe ich. Und ein Actimel mit Granatapfel. Genau, also mache ich jetzt kurz den Becher auf, um mit euch gemeinsam zu testen. Einen Moment bitte. So, also er ist ganz normal braun, wie ein Schokopudding nun mal ist. Und dann probieren wir den jetzt. Hoppala. Geil. Das schmeckt ein bisschen wie Bounty. Richtig geil. Er ist sehr lecker. Ich mag die Schokopuddings. Die Schokopuddings, die Puddings allgemein gerne und auch die Joghurts. Und der ist auch wieder sehr gut. Und jetzt lasse ich mir mein Frühstück schmecken. Yay!
Mittags gibt es eine Bowl. Leider ist die Bowl nicht nach Rezept, aber ist egal. Wir haben es jetzt auf eigene Art und Weise gemacht. Es hätte eigentlich eine Avocado-Spinat-Garnelen-Bowl werden sollen. Weil wir haben Zwiebeln nicht drin und auch keinen Knoblauch. Aber dafür sind die Garnelen auch schon vorgewürzt. Das sind solche Provençal. Also das ist eh schon wurscht. Dann haben wir hier den Spinat, Rahmspinat. Eigentlich müsste man Blattspinat nehmen, ist auch egal. Und Avocado haben wir hier noch. Und dann halt Reis, ganz normal. Langkornreis. Und dann mal noch ein bisschen Sojasauce dran für den Reis. Und genau, das ist dann die Bowl. Ist jetzt auch nicht so viel drin. Ich glaube, irgendwas hätte noch. Ich glaube, eigentlich hätte auch noch Sambal Oleg reingehört. Aber hatten wir jetzt auch nicht. Egal. Am Nachmittag gibt es wie gestern wieder ein Happy Hippo Haselnuss mit der Susi Sonnenschein. Ich habe es heute mal nicht ausgepackt, weil ihr wisst ja, wie es aussieht eigentlich. Und ich habe gestern alles vollgekrümmelt. Ich esse es aus der Verpackung wieder. Dann ist es etwas krümelfreier im Büro. Und ja, genau. Das Happy Hippo is now wandering in meinen Bauch. Am späten Nachmittagabend scheint meiner Mutter jetzt noch eine Pfefferbreze aus der Bäcker Happy Hour. Genau. Jeder isst so eine halbe Breze, weil ich irgendwie Bock drauf hatte. Genau. Hier wird die getäuscht. So, daheim, Feierabend. Und jetzt gibt es Abendessen. Und da habe ich jetzt zwei Scheiben Vollkornbrot. So ein kerniges mit etwas Butter jeweils und Zwiebelmettwurst drauf. Genau. I love it. I love Zwiebelmett. That's the best. So ein Mettigel wäre mal geil. Ich habe heute, obwohl ich sonst eigentlich Pause habe, mittwochs trotzdem trainiert, weil ich irgendwie doch meistens Mittwoch trainiere, auch wenn ich mir sage, ich mache Pause. Ja, irgendwie ist es dann doch immer lustig zu trainieren. Habe 40 Minuten HIIT gemacht und jetzt chill ich ein wenig auf der Couch. Gleich werde ich eine Runde zocken und wollte jetzt noch ein paar weiße Pfeffernüsse essen. Habe ich mir letztens gekauft und die esse ich jetzt genau. Ich liebe Weihnachtskram einfach, ich könnte das ganze Jahr über essen. Pfeffernüsse sind mega gut. Auch heute einen guten Morgen. Heute starte ich den Tag mit einer Portion Cineminis Crazy Crush. Das sind so Kissen von Cineminis. Ich muss aber sagen, normale Cineminis finde ich besser als die. Sie sind auch okay, aber normale Cineminis sind die besten. Genau. Und habe einen Innocent Blue Break Saft, also diesen mit Spirulina, Apfel, Kokos etc. Ich habe heute die Flasche nicht hier, deswegen kann ich sie leider nicht aufzählen, aber ja, es hat wieder der Saft. Und auch wieder ein Actimel mit Granatapfel. Right. Zum Mittagessen gibt es heute eine Tütensuppe, so von Maggi, die Fleischklößchensuppe. Genau, mit einer Dinkellaugenstange. Aber ich finde, die schaut aus wie eine ganz normale Laugenstange. Aber egal. Ups, jetzt ist sie reingeflutscht. Genau, das gibt es jetzt so einen Teller. Es sind ja eigentlich drei Teller. Wir haben es jetzt auf zwei Teller aufgeteilt. Also ich frage mich, was für drei Tellergrößen da sind. Aber es waren nur zwei Teller. Aber gut. Aber es passt heute zum Wetter. Schön Es gibt Suppe. jetzt noch eine Nachspeise von unserer liebsten Eisdiele hier, dem Cristallo. Hoffentlich habe ich jetzt niemanden gezeigt, den man nicht zeigen soll. Und der hat uns ein Eis ausgegeben, weil wir so Stress hatten. Und ich habe zwei Kugeln Kinderbueno. Die sind sehr zusammengematscht, die Kugeln. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Yay! So toll hier. Das Abendessen fällt wie gestern aus. Zwei Scheiben Vollkornbrot, kerniges mit Butter und Zwiebelmett. Und ja, eigentlich müsste ich heute Abend trainieren. Mal gucken, ob ich es noch zeitlich schaffe, weil ich gehe heute Abend auch noch auf einen Abend. Mario, nicht Mario, Markus Barth, jetzt hat, ist auch so ein Comedian, quasi wie Mario Barth. Und da habe ich Karten gewonnen bei uns im Ort. Und da gehen wir heute Abend hin, also meine Mutter und ich. Jetzt muss ich gucken, ob ich noch Abend trainiere oder nicht. Aber wenn es nicht trainiert, dann ist es halt so. Dann kann man es nicht ändern. Dann trainiere ich meinen Lachmuskeln, das ist auch gut. Bauch, dann ist heute der Bauch dran. Ja. Sodala bei Markus Barth war es super lustig. Das Ganze ging ungefähr so 2 Stunden. Haben dann noch ein Selfie bekommen und das Buch von ihm gekauft. Das werde ich jetzt dann demnächst lesen. Und ich lese echt selten, aber ich bin schon sehr gespannt, weil es klingt sehr witzig. Und ja, es ist jetzt, ja, eigentlich kurz vor 11 schon. Ich bin gerade nicht müde und dann gucke ich noch ein bisschen YouTube und esse noch ein Kinderüberraschungsei. Habe irgendwie Bock drauf. Irgendwie hatte ich ja heute noch keinen Abendsnack und jetzt gibt es den halt so. Und dann gehe ich immer gleich schlafen. Ja, so ein Überraschungsei geht eigentlich immer. Kinderüberraschung, schüttel, schüttel. Mal gucken, was drin ist. Wahrscheinlich wieder nur Mist. Was jetzt wohl kommt? TGIF! Es ist Freitag. Und da wird auch wieder schön gefrühstückt. Und heute habe ich Overnight Oats. Die sind mir leider ein bisschen flüssig geworden. Da habe ich einfach Haferflocken genommen und Hafermilch und Agavensirup und etwas Zimt drüber. Ich habe vergessen, mir eine Banane reinzumatschen. Deswegen esse ich die so dazu. Brauche jetzt natürlich auch nicht mehr. Dann esse ich es einfach so. Ist ja wurscht. Dann habe ich wieder diesen Innocent Blue Break Saft mit Blauspirulina, Kokosnuss etc. Und auch ein Actimel.
Granatapfel ist wieder am Start. Yes, das wird jetzt gemampft. Mama und ich sind nach lange mal wieder beim Goldenen M. Auch das Wetter ist auch toll, deswegen sind wir auch draußen. Und da haben wir einen Gutschein gemacht, und zwar den Big Glauginator mit 6er Nuggets, Parma-Kartoffeln und halt den Soßen und eine Cola Zero. Und genau, ich esse den Mac Big Glauginator, so. Mama isst die Nuggets und die Parma-Kartoffeln, die teilen wir uns. Jetzt, und sie holt sich gleich noch was, weil einen anderen Gutschein, den wir eigentlich wollten, gab es nicht. Und jetzt überlegt sie gleich, was sie da noch isst. Und ja, aber jetzt esse ich erstmal. Ich habe Hunger, wie Klauginator. Aber hätten schöner, hätten sie schon machen können. Ich hoffe, man versteht mich. Es ist nämlich sehr windig mittlerweile geworden. Mittagspause ist gleich vorbei. Aber meine Mutter und ich essen, also sie hat auch einen eigenen, noch Schoko-Erdbeeren mit weißer Schokolade. Die wollten wir eigentlich auf dem Michaelimarkt holen, der jetzt wieder ist, aber der macht erst heute Abend auf, also diese ganzen Fressstände. Und deswegen waren wir kurz im Rewe und haben es da geholt. Und da ist jetzt jeder. Ich würde es euch zeigen, wie ihr Ding hier, könnt ihr sehen. Sie fotografiert ihr es und ich esse es dann meins. Und da gibt es den noch als Nachspeise. Vielleicht geht es wieder an die Arbeit. Jo, was für ein abwechslungsreiches Abendessen. Nicht der dritte Tag in Folge. Vollkornbrote, 2 Stück kernige mit Butter und Zwiebelmettwurst. Aber jetzt noch die Zwiebelmettwurst alle. Das ist einmal Single-Haushalt immer so witzig. Man hat etwas und man ist tagelang davon. Ja, aber Zwiebelmett geht sowieso immer von daher. Lass ich mir das jetzt schmecken und ich werde nachher wahrscheinlich ein wenig trainieren. Mal gucken, was. Ich hätte heute eigentlich Pause, aber nachdem ich gestern nicht trainiert habe, wollte ich heute ein bisschen was machen. Schauen wir mal. So, dann habe ich fleißig fertig trainiert und zwar eine halbe Stunde so ein Cardio and Bear Toning Workout, so jetzt hat. Und noch 10 Minuten habe ich selber was gemacht und jetzt esse ich noch ein paar weiße Pfeffernüsse mal, weil ich irgendwie noch Bock drauf habe. Ich bin momentan so in Weihnachtsstimmung, das ist total verrückt und dabei dauert es ungefähr 3 Monate. Wobei dann ist das schon wieder rum. Ja, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, das gibt's jetzt und dann gucke ich mal, was ich jetzt im Fernsehen schaue. Irgendwie kommt heute nicht so wirklich viel. Also Luke, The Great Night Show kommt, aber ob ich die gucken will, weiß ich noch nicht. Ich schau mal. Vielleicht auch eine DVD einfach. Und dann chill ich. Tada, da ist der gute Samstag und da frühstücke ich wie gestern Overnight Oats. Diesmal aber mit Haferflocken und Chiasamen. Mit Hafermilch auch wieder und etwas Agavensirup. Hab hier einen Kaffee, so einen Vanillekaffee ist das von Senseo mit Milch und einen Actimel mit Granatapfel ist auch wieder hier, ne? So, das gibt's jetzt. Das sieht mal ganz spannend aus mit den Chiasamen. Aber ich habe irgendwie Bock gehabt, wieder Chiasamen zu essen, wollte aber auch Overnight Oats machen, hab's einfach gemischt. Das wird schon passen, denke ich. Genau. Zeit für ein frühzeitiges kleines Mittagessen, weil es geht nachher für mich noch nach Kempten. Da bin ich nämlich bei einem Blind Date Shopping, das habe ich gewonnen. Da kann ich shoppen gehen und damit eventuell auch gewinnen. Und nachdem das da dann ein bisschen stressig eventuell werden könnte und ich nicht weiß, ob ich da noch irgendwie was zu essen bekomme, bevor das Shopping losgeht, esse ich jetzt hier daheim noch 2 Scheiben Vollkorntoast mit etwas Frischkäse. Hier ist eine Scheibe Lerda Maligère und hier sind 3 Scheiben Hertha Finesse Thai Kokos Thai. Dies habe ich gerade so ein Stückchen probiert, ist echt lecker, die Wurst. Ist so eine Limited Edition. Ja, ist halt so ein bisschen Kokos, schon ganz geil. Leider ist sie komplett zerfallen, aber ist egal. Und ja, genau, dann gibt es jetzt diese 2 Scheiben Toast und dann muss ich mich auch schon fast in ja, so einer halben Stunde langsam fertig machen und dann geht's zum Shopping. Jo! So, Zeit fürs Abendessen. Es ist so 7:10 ungefähr. Und ich hatte heute echt keine Lust mehr zu kochen nach dem Tag. Es war echt ganz schön stressig doch, irgendwie mit dem Shoppen. Wir hatten eine Stunde Zeit und aber die Zeit ging so schnell. Wir mussten flitzen und ach helle. Also Shoppen war echt witzig, dieses Blind Date Shopping, aber es war auch echt anstrengend. Und ja, nachdem ja die Asia-Box, die ich hatte, auch schon wieder, wann waren die? Die war, glaube ich, um 1 dann. Die habe ich ja halt doch noch zeitlich vorm Shoppen geschafft. Jetzt dann doch wieder 6 Stunden her. Es wird auch langsam Zeit wieder für was zu essen. Und wie gesagt, keine Lust zu kochen, deswegen habe ich bestellt. Und zwar habe ich Tortellini alla Panna bestellt. Also einfach mit Schinken-Sahnesoße und mit Käse überbacken. Genau. Und das wird jetzt gemampft. Eigentlich zeige ich Getränke ja nicht so wirklich, aber da ich jetzt das als Vorabfrühstück nutze, diese Schokoladenmilch, dachte ich mir, ich zeige sie trotzdem. Es ist jetzt so 7:45, genau, und das richtige Frühstück gibt es nachher. Bei uns ist Marktsonntag ja, und da hat unser Autohaus immer Weißwurstfrühstück, aber das ist erst ab 10 oder so, glaube ich.
Und ja, da gehen Mama und ich dann nachher halt hin zum richtigen Frühstücken. Aber nachdem ich halt doch jetzt schon wach bin und Hunger habe oder Lust habe auf irgendwas, trinke ich halt eine Schokoladenmilch als vorab. Und deswegen filme ich das halt. So ist So, es. es ist jetzt 10:30, glaube ich, ungefähr. Ja, genau. Und jetzt sind wir beim Autohaus für die Weißwurst. Und da habe ich jetzt Weißwurst, das ist ein Senfbrezel und eine Fanta. Meine Mutter trinkt einen Radler, die gönnt sich direkt am Morgen. So muss man es auch eigentlich, aber ich kann gerade kein Alkohol trinken, glaube ich. Direkt Anstoß? Nee. Nee. Trink du mal. Und ja, genau. Das ist immer jedes Jahr hier. Kostet eigentlich nichts, aber man gibt halt natürlich ein bisschen Geld, so als Dankeschön. Sehr, sehr nett von denen hier. Wie jedes Jahr auf Michaelimarkt gibt es Schupfnudeln mit Sauerkraut und Speck. Das essen wir am Michaelimarkt Sonntag immer. Und genau, das gibt es jetzt zum Mittag. Es ist jetzt fast 2. Es war noch relativ lang gesagt jetzt von dem Weißwurst-Frühstück. Und ja, jetzt gibt es lecker Schupfnudeln. Am Nachmittag gibt es nun Schokocroissants weiß. Genau, da sind ja 2 Packungen drin. Eine Hälfte hat Mama bekommen, eine ich. Ja, auf dem Markt wird immer viel gefuttert. Aber wir futtern jetzt auch mal was hier im Büro, weil günstiger. Sparfüchse, nee, später geht es ja auch noch auf dem Markt noch was essen und dann mal gucken. Aber jetzt gerade gibt es das. Ja, das Abendessen sieht nicht so gut aus, aber es ist sehr lecker. Es ist Steckerfisch. Mama hat gerade schon was genommen davon, aber nicht so schlimm. Und dazu essen wir eine Riesenbrezel, sonst teilen wir uns. Dieser Kopf. Und dann kriegen wir gleich noch eine Wurst zum Trinken. Ja, er lebt wahrscheinlich noch. Wir wollen das es gar sind die nicht. Zähne. Also das gibt's jetzt hier so. Lecker und noch ein Wurst kommt auch noch gleich. Juhu! Wir so, ich esse jetzt noch auf dem Heimweg einen Lasso. Ein riesenlanges Lasso mit, ich glaube, Himbeer-Brombeere ist das von Haribo. Yes! So nice!